Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar hier bei Fronius International mit dem Thema bestehende PV-Systeme erweitern mit unserem Fronius Gen24-Wechselrichter. Ja, bevor ich etwas mehr Worte über das Thema heute verliere, möchte ich ganz kurz das Team heute vorstellen. Mein Name ist Christoph Schierlinger. Ich werde Sie heute durch die nächsten 35 bis 40 Minuten leiten. Das Webinar präsentieren. Ich bin aber nicht alleine. Mein Kollege Michael Raunig ist ebenfalls in der Leitung und er wird sich heute um den Chat bemühen. Das heißt, hier gleich meine erste Bitte an Sie. Wenn Sie Fragen haben, wenn etwas unklar sein sollte, bitte scheuen Sie nicht. Nutzen Sie die Chat-Funktion auf der rechten Seite des Bildschirms. Senden Sie Ihre Fragen durch und der Michael wird sich darum bemühen, die Fragen gleich zu beantworten oder beziehungsweise auch werden wir am Ende des Webinars ein bisschen Zeit nehmen noch, um etwaige wichtige Fragen noch live zu klären. Ja gut, das Organisatorische ganz kurz geklärt. Jetzt möchte ich Ihnen die Agenda für heute vorstellen. Wir werden vor allem über das Thema Mischanlagen heute sprechen. Ich habe den Titel sozusagen etwas umformuliert, um es etwas verständlicher zu gestalten. Aber im Wesentlichen sprechen wir über Mischanlagen. Das heißt, wir haben einen bestehenden Wechselrichter, sei es ein Fremdwechselrichter oder ein Fronius Snap-Inverter, den wir um einen Gen24 erweitern. Und diese Anlage ist dann sozusagen eine Mischanlage. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie man diese trotzdem auch als eine integrierte Anlage auf Fronius SolarWeb darstellen kann. Das hat natürlich große Vorteile für den Kunden, aber auch für Sie, da Sie alle Daten, alle Produktions- und Verbrauchsdaten einsichtlich, einheitlich im Überblick haben. Ja, des Weiteren möchte ich natürlich auch über Leistungsreduzierung sprechen. Ich weiß, es ist nicht ein Thema für jeden oder es braucht nicht jeder, aber doch auch. Und bei manchen ist es dann notwendig, hier eine 60- oder 70-prozentige Abregelung der Anlage zu machen. Das ist auch möglich bei Mischanlagen mit Fremd- oder älteren Fronius-Wechselrichtern. Und ich möchte Ihnen hier dann auch zeigen, welche Anwendungsbeispiele es hier geben könnte und welche Einstellungen hier zu beachten sind. Im nächsten Schritt eine Kernkomponente eines jeden Systems, der Fronius Smart Meter, den möchte ich ebenfalls im Detail ein bisschen behandeln, weil er natürlich auch sehr interessant für den Gen24 ist und unbedingt notwendig, wenn ich eine Leistungsreduzierung machen möchte. Das heißt, ich möchte Ihnen das Produkt selbst vorstellen und auch über das Stichwort Energy Profiling sprechen. Zu Deutsch handelt es sich hier also um die detaillierte, gesammelte Darstellung mehrerer Energiepfade, also sei es ein Verbrauchspfad oder ein zusätzlicher Produktionspfad, wie wir es bei einem Fremdwechselrichter vielleicht haben würden. Und hier kommt das Energy Profiling zum Einsatz, das heißt die Verwendung mehrerer Fronius Smart Meter. Und hier möchte ich Ihnen zeigen, welche Beispiele es hier gibt, wie man das Ganze adressiert und aktiviert. Und zu guter Letzt habe ich vorbereitet eine Zusammenfassungsfolie, wo wir uns alle besprochenen Inhalte nochmal durchsehen. Ja, jetzt starten wir gleich mit dem ersten Punkt. Ich möchte gleich mit einem Beispiel starten. Und zwar, wir haben hier ein System schematisch dargestellt. Wir haben einen bestehenden Wechselrichter in einem System, sei es ein Fremdwechselrichter hier oder ein Snap-Inverter könnte es auch sein. Und dieser ist in diesem System angeschlossen und jetzt kommt ein Gen24-Wechselrichter hinzu. Die PV-Anlage wird erweitert und unser Hybrid-Wechselrichter wird zum Einsatz gebracht. Jetzt kann ich das Ganze gesammelt in einer Fronius SolarWeb-Anlage visualisieren. Und wie das Ganze funktioniert, ist der folgende Weg. Wir haben einen Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt sitzen, hier dargestellt mit Adresse 1. Der primäre Smart Meter am Einspeisepunkt, da ist es ganz wichtig, dass dieser, wenn möglich, am Hybridwechselrichter angeschlossen wird. Unser Gen24 hat ja die Möglichkeit, hier eine Batterie auch aufzunehmen, also die hier anzuschließen. Und auch wenn der Kunde vielleicht nicht zu Beginn eine Batterie verbaut,
Spätestens wenn er sie nachrüstet, ist es unbedingt notwendig, den primären Smart Meter am Einspeisepunkt am Hybridwechselrichter hängen zu haben. Das heißt hier gleich meine erste Empfehlung, den primären Smart Meter am Gen 24 anschließen. Und zur übersichtlichen Darstellung des zweiten Wechselrichters haben wir hier die Möglichkeit, einen sekundären Produktionszähler in diesem Produktionspfad des Fremdwechselrichters zu installieren, Adresse 2 hier dargestellt, und den hängen wir in dieselbe Modbus-Leitung wie unseren ersten und schließen ihn somit am Gen24-Wechselrichter an. Das heißt, unser Gen24 ist über alle Energieflüsse im Bilde. Wir haben alle Verbräuche und Bezugswerte aus dem Netz über den ersten Smart Meter am Einspeisepunkt und wir sind auch im Bilde unseres zweiten Wechselrichters und über dessen Produktionsdaten. Und jetzt möchte ich ganz kurz noch zeigen, wie denn das auf Fronius SolarWeb aussieht. Ich habe hier einen Screenshot gemacht. Das ist wirklich eine Anlage, die mehrere Fremdwechselrichter auch im System hat. Und ja, also wer schon mit Fronius SolarWeb zu tun gehabt hat, der weiß, okay, genau so sieht jetzt die erste Startseite einer Anlage aus. Wir haben viele verschiedene Darstellwerte und ich möchte mich jetzt auf das erste hier fokussieren. Das ist die sogenannte Bubble Chart und wir können hier sehen, bitte entschuldigen Sie, ich habe das den Screenshot vor ein paar Tagen erst gemacht. Dementsprechend hat es hier -4 Grad und viel Schneefall gehabt, aber es geht ums Prinzip. Ja, wir sehen hier in der ersten Bubble Chart ganz links oben die Produktionswerte, also vom PV-Generator kommend die Energie. Wir können rechts sehen den Verbrauch in unserem Haushalt, rechts unten die Batteriestatuswerte, also den State of Charge dieser Batterie und ganz links unten noch den Bezug aus dem Netz. Wenn man auf die einzelnen Bubble Charts draufklickt, können wir noch detaillierte Werte erhalten. Wie zum Beispiel, wenn man auf die Batterie draufklickt, würde man den genauen Wert in Watt erhalten, mit der die Batterie G- oder entladen wird. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, bei einem verbauten zusätzlichen Produktionszähler, dass wir auf dieses linke obere Bubble draufklicken und mit einem Klick hier drauf, das habe ich jetzt gemacht, öffnet sich diese Ansicht, in der wir alle Produktionsdaten in der Übersicht haben. Wir können hier sehen zwei zusätzliche Fremdwechselrichter, die hier mit je einem Produktionszähler ausgestattet sind. Und wir können hier vielleicht etwas verwirrend dargestellt mit sonstige Produktion die Produktionswerte des Gen24-Wechselrichters sehen. Da wir hier leider viel Schnee auf den Modulen haben, produzieren unsere Fremdwechselrichter hier nichts, aber der Gen24 hat hier eine Produktion von 62 Watt und ganz unten gibt es eine gesammelte Darstellung aller drei Wechselrichter. Das heißt, auch hier in der aktuellen Bubble Chart ist die Gesamtproduktion dargestellt. Also das ist natürlich ein großer Vorteil für jeden Kunden, der vielleicht Fremdwechselrichter oder Snap-Inverter zusätzlich zu einem Gen24 verbaut hat. Hier gibt es eben eine sehr einfache Möglichkeit, die in einer Fronius SolarWeb-Anlage darzustellen. Der Kunde ist nicht darauf angewiesen, hier mehrere Systeme von mehreren Anbietern nutzen zu müssen, um eine einheitliche Visualisierung seiner Daten zu haben. Das ist alles in einem System möglich, wie wir hier sehen können. Und ja, hier dargestellt gibt es eben die aktuelle Leistung unserer Wechselrichter. Und über die Analysefunktion hier rechts neben der Übersicht gäbe es auch noch die Möglichkeit, historische Daten einzusehen. Das heißt, in der Analysefunktion habe ich die Möglichkeit auszuwählen, Produktionszähler 1, 2 und den Gen24. Und dann wird für jedes Gerät einzeln farblich unterscheidend dargestellt eine Produktionskurve. Und die kann ich dann historisch zurückverfolgen bis zum Installationsdatum der einzelnen sekundären Smart Meter. Okay,
Also das ist gleich erstmal der erste Punkt geklärt. Ich habe also die Möglichkeit, eine schöne Übersicht aller verwendeten Wechselrichter in einem System zu haben. Ich möchte ganz kurz für all jene, die es vielleicht noch nicht gemacht haben oder die es noch nicht, noch nicht kennen, darstellen, wie ich eine Anlage überhaupt in SolarWeb bringe. Das ist ganz kurz in drei Folien dargestellt und zwar in zwei möglichen Schritten. Ich habe natürlich jetzt die Möglichkeit, unsere Desktop-Version zu verwenden, hier ganz rechts, um eine Anlage auf SolarWeb hinzuzufügen. Oder ich verwende unsere Solar Start-App, die ebenfalls für diesen Prozess hier verwendet werden kann. Ich werde es jetzt anhand von unserer Desktop-Version erklären. Also erster Schritt ist, ich erstelle natürlich einen Account, sollte ich noch keinen haben. Also hier rechts unter Anmelden gibt es dann den Punkt Registrieren. Genau, wir geben unseren Namen, unsere E-Mail-Adresse und so weiter ein. Und im nächsten Schritt fügen wir die Anlage im SolarWeb hinzu. Das heißt, ich vergebe einen Namen, Testanlage hier beispielsweise genannt. Wenn ich einen Snap-Inverter hinzufüge, muss ich die Datenlogger-ID eingeben. Wenn ich einen Gen24 installiere, fragt er mich nach der Seriennummer und dem V-Code ab. Seriennummer und V-Code befinden sich auf der Seite des Gerätes. Also der V-Code steht direkt daneben, neben dem Seriencode und befindet sich eben rechts neben auf der rechten Seite des Gen24-Gerätes und kann hier abgelesen werden. Wir klicken auf Hinzufügen und das war es dann auch schon. Wir sind am letzten Schritt angekommen. Uns wird angezeigt, die Anlage wurde erfolgreich hinzugefügt oder erfolgreich angelegt. Und wenn ich jetzt mehrere Anlagen schon habe auf SolarWeb, wird diese einfach erweitert angezeigt als hinzugefügte, beziehungsweise wenn der Kunde neu ist, hat er jetzt eben die Übersicht über diese eine hinzugefügte Anlage. Ganz kurz dargestellt, wie man denn hier eine Anlage auf SolarWeb hinzufügt. Jetzt möchte ich auf die Kernkomponente, möchte ich schon fast sagen, unseres gesamten Systems eingehen und das ist der Fronius Smart Meter. Ich habe eingangs schon erwähnt, der ist natürlich ganz wichtig für die generelle Darstellung unserer Energieflüsse, aber auch, wenn es darum geht, zusätzliche Verbräuche anzuzeigen. Ja, ich möchte in diesem Zuge gleich auf das Stichwort Energy Profiling eingehen, die Darstellung gezielter Energieflüsse. Und ja, Kernkomponente ist natürlich unser Fronius Smart Meter. Ich habe ihn hier dargestellt, der Fronius Smart Meter TS. TS steht für Touchscreen. Und wer sich jetzt fragt, den kenne ich ja noch gar nicht. Ich kenne nur die alte Variante des Fronius Smart Meters ohne Touchscreen. Keine Angst, wir haben hier eine sukzessive Austauschung unserer Geräte gemacht. Das ist also die neue Version der Fronius Smart Meter TS, der sukzessive den alten ersetzen wird. Es gibt keine Einschränkung, ob ich jetzt den alten oder neuen verwende. Der neue hat ein paar verbesserte Funktionen. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und wenn es jetzt um das Energy Profiling geht, habe ich hier eine kurze schematische Darstellung. Wir haben die Möglichkeit, einen primären Smart Meter am Einspeisepunkt zu setzen. Hier wirklich schön dargestellt, direkt nach der Nachzählersicherung, also nach dem Verrechnungszähler, wird gleich der Fronius Smart Meter an primärer Stelle eingebaut und sorgt somit, dem Wechselrichter alle Energieflüsse darzustellen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, gezielte Verbräuche oder Produktionspfade darzustellen. Ich habe die Möglichkeit, dem Kunden in seinem Leistungspfad des Elektroautos einen Smart Meter zu setzen, um vielleicht gezielt darzustellen, welche Energie wirklich für die E-Auto-Ladung verwendet werden muss. Das wäre eine Möglichkeit. Oder für viele weitere Verbräuche wie eine Poolpumpe, die Klimaanlage, die gezielt dargestellt werden möchte, oder eine Wärmepumpe. Also in all diesen Pfaden könnte man jetzt einen sekundären Smart Meter setzen, aber auch hier die Möglichkeit, eben einen Wechselrichter, Snap-Inverter oder Fremdwechselrichter oder auch eine Windkraftanlage, eine kleine Wasserkraftanlage. Auch solche Produktionspfade können über einen sekundären Smart Meter dargestellt werden.
Ja, welche Produkte gibt es hier, wenn es sich um den Smart Meter handelt? Ich habe hier alle drei möglichen Typologien des Fronius Smart Meter TS aufgelistet. Der einphasige 100 Ampere Smart Meter ist natürlich ideal geeignet, wenn ich einzelne Leistungspfade, einen einphasigen Anschluss irgendwo darstellen möchte, einen Verbrauch vielleicht. Der 65 Ampere Dreiphase kommt generell sehr häufig in Eigenheimlösungen zum Einsatz. Den verbaue ich am Einspeisepunkt, den verbaue ich bei einem zusätzlichen Fremdwechselrichter, den ich darstellen möchte. Und dann gibt es noch für ganz große kommerzielle Lösungen den 5 Kiloampere Smart Meter. Da bitte beachten, wenn der zum Einsatz kommen sollte, da brauche ich unbedingt externe Stromwandler. Für weitere Infos gibt es da auf unserer Homepage ein White Paper, also eine Übersicht, welche Stromwandler ich hier verwenden kann und verwenden sollte. Ja, für uns im Konkreten spielt natürlich der 65 Ampere und der 100 Ampere Smart Meter eine wichtige Rolle. Und ich möchte jetzt anhand des 65 Ampere darstellen, wie die Verkabelung aussieht und worauf hier zu achten ist, wenn es sich um die Kommunikationsleitung handelt. Ja, ganz klassisch, wir haben hier unseren Smart Meter an unsere Phasen angeschlossen. Oben die Phasen kommend, L1, L2, L3 und unten gehend in das System, in unser Hausnetz. Neutralleiter wird hier ebenfalls abgegriffen und am oberen Bereich des Smart Meters angeschlossen. Und dann haben wir im unteren Bereich auch Anschlüsse für unsere Modbus-Leitung. Modbus, eben diese Kommunikationseinheit, an die wir unseren Smart Meter mit dem Wechselrichter verbinden. Und hier brauchen wir dreipoliges Kabel mindestens, um eben diese Modbus-Leitung zu verkabeln hier. Grundsätzlich empfehlen wir hier sehr stark ein Cat5-Kabel mindestens zu verwenden oder ein höherklassiges Cat6, Cat7. Und ganz wichtig ist es hier, bitte darauf zu achten, dass es ein geschirmtes Kabel ist und dass verdrillte Kabelpaare verwendet werden. All diese Punkte sprechen nämlich die Sicherstellung an, die wir bei der Datenübertragung brauchen. Ja, und diese drei Pole, die wir dann brauchen, die werden hier angeschlossen. Pin 8, Pin 9 und Pin 10 hier am Smart Meter werden gelegt an unseren Gen24-Wechselrichter. Hier, wenn wir den unteren Part unseres Gen24s aufschrauben, dann sehen wir drei gelbe Blöcke an unserem Piloten stecken und der mittlere Stecker, das ist unser Modbus-Anschluss. Und hier gibt es dann die Anschlussmöglichkeiten M0 minus M0 plus und Ground oder ich kann auch natürlich M1 minus M1 plus und Ground nehmen. Das sehen wir hier. Wir haben zwei gleiche Modbus-Anschlüsse hier am Modbus am Gen24 verfügbar. Das ist egal jetzt, ob ich M0 oder M1 verwende. Wichtig eben, ich verkable hier auf Ground M0 und also Ground, M- und M+ und den Schirm, den kann ich hier einseitig, bitte immer einseitig, auch am Gen24 anschließen. Da haben wir extra diesen Shield-Anschluss dafür und hier haben wir ebenfalls die Sicherstellung für die beste Datenübertragung. Und zu guter Letzt muss man noch natürlich noch beachten, die Abschlusswiderstände zu setzen. Unsere Modbus-Leitung ist eine serielle Verbindung aller Komponenten. Das heißt, wenn ich einen zweiten Smart Meter hätte, könnte ich jetzt von diesem Smart Meter aus weitergehen zum nächsten oder ich gehe vom Gen24, vom Piloten aus zum nächsten Smart Meter. Da kann ich zum Beispiel die zweite Modbus-Anschlüsse hier nutzen. Und ganz wichtig ist es in dieser seriellen Verbindung, die abschließenden Komponenten mit 120 Ohm Terminierung zu schließen. Und diese 120 Ohm Abschlusswiderstände werden am Piloten gesetzt, hier oben mit diesen zwei kleinen Dipschaltern. Warum zwei? Weil natürlich je Anschluss hier einmal eine Abschlusswiderstandsetzung erforderlich ist. Und am Fronius Smart Meter gibt es die Möglichkeit, hier einen Bügel zu setzen. Ich habe hier eine schematische Darstellung herauskopiert, also vom Pin 7 zum Pin 9
wird eben dieser kleine Bügel gesetzt und somit haben wir die 120 Ohm Abschlusswiderstand gesetzt. Also ganz wichtig, es sind vier wichtige Punkte. Wir brauchen bitte mindestens ein Cat5-Kabel, das hier verwendet wird. Bitte darauf achten, dass es ein geschirmtes Kabel ist und die Schirmung bitte einseitig erden. Bitte darauf achten, ein verdrilltes Kabelpaar zwischen M0 und M, also M+ und M- zu verwenden. Zwischen diesen zwei verdrillt. Und zu guter Letzt bitte auch die Abschlusswiderstände beachten. 120 Ohm je am Ende der Modbusleitung. Gut. Ja, jetzt haben wir vom 65 Ampere Smart Meter gesprochen. Es ist genau das gleiche am 100 Ampere einphasigen Smart Meter, außer dass hier die PIN anders beschriftet sind. Da haben wir nicht 789, sondern 567. Ich weiß es jetzt leider nicht auswendig, aber es ist genau der gleiche Vorgang bei den anderen Smart Metern. Ja, und das ist der erste wichtige Punkt natürlich, um eine korrekte Installation zu haben, den richtigen Anschluss von Phasen und von der Kommunikationsleitung. Und wenn wir jetzt sekundäre Smart Meter verbauen, ist das natürlich auch wichtig, diese richtig zu adressieren. Wenn ich nur einen primären Smart Meter im System habe, brauche ich keine Adressierung zu machen. Sie werden werksmäßig auf Adresse 1 gesetzt und auch der Gen24 rechnet damit, eine Adresse 1 zu bekommen. Somit ist keine Einstellung notwendig. Sobald ich einen sekundären Smart Meter im Verbrauchs- oder Produktionspfad setze, muss ich die Adresse auf 2, auf 3, auf 4 ändern. Und diese Adressierung kann wie folgt gemacht werden. Bei unseren alten Wechselrichtern haben wir hier zwei Taster und über diese zwei Tasten, die muss ich gleichzeitig drücken. Dann wird ein Code abgefragt, den können Sie sich hier gleich herausschreiben, steht aber auch in unseren Anleitungen der Produkte drinnen. 2633 ist übrigens auch gleich bei unserem neuen Smart Meter. Wir klicken weiter mit beiden Tasten, bis wir zum Punkt ADDR kommen, Adresse kurz geschrieben. Und hier müssen wir dann die Adresse von 001 beispielsweise auf 002 setzen. Genau das gleiche ist es auch mit unseren Smart Meter TS. Wir haben hier auf unserem Touchscreen drei Tasten, einmal rauf, einmal Enter, einmal runter. Und mit diesen müssen wir auch reingehen, das Passwort eingeben, 2633. Wir gehen auf Seite 14, Page 14 ist hier unten kurz dargestellt, P14. Da wird die Adresse abgefragt, die ändern wir auf 002 beispielsweise und wir klicken auf Enter und beenden das Setting. Das ist alles, was wir machen müssen und der SmartMe ist sozusagen ready to go. Jetzt gibt es natürlich einen Punkt, den wir auch am Gen24 noch machen müssen, nämlich einen sekundären Smart Meter hinzufügen. Das ist gleich unser nächster Schritt. Ja, im ersten Punkt müssen wir natürlich auch den primären Smart Meter hinzufügen. Ich habe hier einen Screenshot gemacht einer Inbetriebnahme unseres Gen24-Wechselrichters. Allgemeine Daten werden abgefragt und beim Punkt Anlagenübersicht gibt es den Punkt Komponenten und Komponenten hinzufügen. Hier können wir einen Smart Meter hinzufügen und ein primärer Smart Meter sitzt bei uns jetzt in der Einspeisepunkt und hat standardmäßig gleich die Modbus-Adresse 1. Mit einem Klick auf Weiter würden wir dann die Inbetriebnahme fortführen. Also es ist ganz einfach, Komponente hinzufügen, Fronius Smart Meter, Einspeisepunkt, Adresse 1. Fertig. Der sekundäre Smart Meter schaut jetzt wie folgt aus. Wir können wieder eine Komponente hinzufügen und sekundäre Smart Meter auswählen. Ich wähle wieder den Typ aus. In unserem Fall haben wir einen Fronius Smart Meter verbaut. Die Position ist hier beispielsweise ein Verbrauchszähler in der Kategorie Elektroauto. Da sind hier ganz viele Kategorien schon ausgewählt. Wenn ich jetzt einen Produktionszähler hätte, wäre hier standardmäßig gleich verfügbar die Kategorie PV-Wechselrichter oder Windrad oder Wasserkraft. Und dann kann ich noch einen Namen vergeben. Hier habe ich
beispielsweise nur eingegeben, ich möchte diesen Verbrauchspfad hier Wallbox benennen. Und dann, ganz wichtig, wird gleich eine Modbus-Adresse gefunden, wenn ich schon am Smart Meter die Adresse auf 2 geändert habe. Den ändert hier hier gleich auf Modbus-Adresse 2 und wir klicken wieder auf Hinzufügen. Das Ganze ist jetzt abgeschlossen. Vielleicht eine Info noch für alle, die das bei einem Kunden schon gemacht haben und jetzt eine Übersicht haben möchten. Es gibt auch die Möglichkeit, auf Fronius SolarWeb eine Einsicht zu haben, ob und welche Fronius Smart Meter schon verbaut wurden. Ich habe jetzt hier eine Anlage geöffnet und also auf Fronius SolarWeb, und hier gibt es ja den Punkt Komponenten unter Einstellungen, und unter Komponenten sind alle Produkte aufgelistet, unser Gen24 und auch unsere Energiezähler. Und hier wären dann alle Fronius Smart Meter dargestellt. Wir haben einen am Einspeisepunkt und 2 Erzeugerzähler. Also auch das wäre eine Möglichkeit der Übersicht, ob sie richtig verbaut sind und welche Fronius Smart Meter hier verbaut sind. Genau, das kurz als Info. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt in unserer Präsentation. Das ist die Leistungsreduzierung, eingangs schon erwähnt. Das ist natürlich auch bei manchen notwendig, hier eine Leistungsreduzierung zu machen. Und anhand eines Gen24-Systems würde das wie folgt aussehen. Ich habe wenn ich mich mit dem Wechselrichter verbinde, unter Einstellungen die Möglichkeit, den Punkt dynamische Leistungsreduzierung mit einem Limit, also mit einem Schalter hier zu aktivieren. Und hier kann ich dann 2 Werte eingeben. Das eine ist natürlich die gesamte DC-Anlagenleistung. Wenn ich jetzt mehrere Wechselrichter habe, würde ich hier die gesamte DC-Anlagenleistung hineinschreiben und hier meine maximale Netzeinspeisung. Also das Maximale, was ich einspeisen darf, kann ich hier in Prozent oder Watt einstellen. In unserem Bereich wären das zum Beispiel 70%, und ja, generell kann ich einen einstellbaren Bereich hier nehmen von minus 10 bis 100%, was ich hier reduzieren kann. Und ja, ein kurzer Ausschnitt hier, wie das dann aussehen würde. Ich habe hier eine Anlage, die eben auf 70% abregeln muss, aufgrund einer Netzverordnung. Und ja, wie wir hier schön sehen können, es gibt halt ein klassisches Limit, und hier würde dann die Wechselrichterleistung abschneiden. Maximal 70% würden eingespeist werden. Jetzt gibt es zwei zu unterscheidende Beispiele bei Mischanlagen. Das erste Beispiel möchte ich ganz kurz erklären anhand dieses Schemata. Wir haben einen bestehenden Wechselrichter, der hat beispielsweise 9 kW Ausgangsleistung. Das ist das Maximale, was wir hier haben. Und wir haben jetzt zusätzlich einen Gen24-Wechselrichter mit 10 kW. In unserem Beispiel, der bestehende 9 kW Wechselrichter hat also weniger Leistung als der Symo Gen24 mit 10 kW. Das heißt, wir regulieren nur den Symo Gen24, da dieser der größere Wechselrichter ist. Das ist unser Gerät, das wir limitieren müssen. Das heißt, wir verbinden uns mit diesem Wechselrichter und folgen diesen Schritten hier, um diese Einspeisebegrenzung, wie wir sie in der vorigen Folie gesehen haben, einzustellen. Das Beispiel wie vorher: insgesamt haben wir 19 kW Peak und die maximale Netzeinspeiseleistung wäre beispielsweise 70% oder eben diese 13,3 kW, die maximal ins Netz gehen dürfen. Das wäre das erste Beispiel einer Mischanlage mit einem größeren Gen24-Wechselrichter als der bestehende. Ja, wie wir hier sehen können, das primäre Smart Meter sitzt hier ganz klar am Gen24, da wir hier natürlich auch die dynamische Einspeiseregelung machen. Der zweite hat hier keinen Smart Meter sitzen. Wenn ich diesen auch in einer Fronius SolarWeb-Anlage anzeigen möchte, dann folgen wir den Schritten, wie wir sie vorher gesehen haben, und würden hier in diesem Produktionspfad einen sekundären installieren und ebenfalls am Gen24 anschließen. Dann könnten wir alle beide Wechselrichter gesammelt in SolarWeb darstellen. Das ist eine Option, natürlich kein Muss.
Nur dieser primäre Smart Meter, der muss am Gen24 hängen, um eben die dynamische Einspeiseregelung machen zu können. Zweites Beispiel einer Mischanlage wäre folgendes System, wo der bestehende Snap-Inverter-Wechselrichter eine größere Leistung, in diesem Fall von 15 kW, hat als der hinzugefügte Gen24-Wechselrichter mit 10 kW. In diesem Fall eben der Snap-Inverter größer als der Gen, muss dieser Wechselrichter, der Snap-Inverter, diese dynamische Einspeisereduzierung aufnehmen. Um das machen zu können, brauchen wir natürlich an diesem Wechselrichter den primären Smart Meter. Wenn jetzt eine Batterie verwendet werden würde, müsste natürlich auch an diesem ein zweiter primärer Smart Meter verbaut werden. Und allein diese Prämisse sagt schon aus, okay, ich habe jetzt zwei primäre Smart Meter. Logischerweise kann ich hier diese zwei Geräte nicht auf SolarWeb zusammenfügen. In SolarWeb ist nur ein primärer Smart Meter möglich. Ich werde später noch erklären, wie wir das umgehen können. Also an diesem Wechselrichter brauchen wir den primären Smart Meter, um eben die Einspeiselimitierung machen zu können. Wir folgen den Anleitungen, die wir hier sehen, und stellen also am Snap-Inverter unser Einspeiselimit von beispielsweise 70% ein. Ja, jetzt komme ich zu meiner Auflösung meines selbst ausgesprochenen Rätsels. Wie kann ich jetzt trotzdem in dem letzteren Beispiel eine gesammelte Visualisierung auf SolarWeb machen, indem ich zwei primäre Smart Meter verbaue, je Wechselrichter anhänge, hier jeweils dargestellt mit Adresse 1, und ich verbaue auch einen Produktionszähler noch beim Snap-Inverter und schließe den wie gewohnt am Gen24 an, und somit habe ich nur den Gen24-Wechselrichter, den ich online bringen muss auf SolarWeb. Und hier habe ich dann beide Geräte gesammelt dargestellt über unsere Bubble Chart, wie wir zu Beginn schon gesehen haben. Und trotzdem hat der Snap-Inverter, der vielleicht eine größere Anlagenleistung hat wie der Gen24, die Möglichkeit, eine Einspeisebegrenzung zu machen. Ich hoffe, es war jetzt nicht ganz zu verwirrend. Ich möchte es in einer kurzen Zusammenfassung noch auflösen. Wenn Fragen sind, in der Zwischenzeit bitte einfach reinstellen. Ich werde sie mir dann gleich ansehen. Gut, zusammenfassend. Was haben wir jetzt gehört oder gelernt? Vielleicht hoffentlich. Also eine Visualisierung für alle Wechselrichter ist möglich mit Fronius. Wir haben jetzt gesehen, wie das gemacht wird mit Produktionszählern, mit Sekundärzählern, die in den jeweiligen Produktionspfaden verbaut werden. Das hat dann eben folgende Optik in SolarWeb. Ich habe auch die Möglichkeit, eine Leistungsreduzierung zu machen, bei Mischanlagen auch. Das ist kein Hindernis. Und trotz dieser Leistungsreduzierung und Mischanlagen habe ich auch die Möglichkeit, diese komplexe Systematik in SolarWeb darzustellen, wie wir in der vorherigen Folie gesehen haben. Wir wissen jetzt auch, wie wir das Ganze mit den Modbus-Adressen und generell mit dem Fronius Smart Meter machen müssen. Die Modbus-Adressierung ist einer der wichtigsten Punkte, darum habe ich das hier rausgeschrieben. Und wir wissen auch, was das Wort Energy Profiling bedeutet, die gezielte Darstellung weiterer Energieflüsse in unserem System, sei es ein Produktionszähler oder ein Verbrauchszähler. Also alles möglich hier mit unseren Produkten, zusammenfassend noch dargestellt. Ja, auf dieser Folie möchte ich dann auch gleich bleiben. Die 24-Stunden-Sonnevision ist hier mit unseren neuen Geräten. Das ist noch ein kurzer Teaser. Also 24-Stunden-Sonne beschreibt ja unsere Vision, die wir hier bei Fronius haben, 24 Stunden am Tag erneuerbare Energien verfügbar zu machen. Das geht natürlich mit unserem neuen Hybridwechselrichter besonders gut, wo wir auch Batterien anschließen können und vieles mehr. Und jetzt sind Sie dran natürlich, möchte hier dann verweisen natürlich auch auf die weiteren Webinare, auf die kommenden Trainings auch in diesem Jahr, wo wir weitere Details zu unserem Produkt natürlich erläutern. Und ja, gut, ja, ich möchte jetzt hier mal einen Punkt machen. Jetzt habe ich eh schon so viel geredet. Jetzt möchte ich ganz kurz meinen Kollegen Michael noch fragen. Michael, haben wir ein paar Fragen bekommen, die wir vielleicht live gleich beantworten können?
Ja, danke Christoph für das interessante Webinar. Grundsätzlich habe ich eine Frage, die ich gerne herausheben möchte. Und zwar fragt die Frage, worin liegt der Vorteil der Mischanlage von Gen24 Plus und Symo-Geräten? Eine Anlage mit zwei Symo-Geräten wäre doch eigentlich einfacher. Ja, das stimmt natürlich. Jetzt ist nur natürlich der Anspruch daran, dass ich natürlich mit einem Gen24 Plus Gerät auch einen Batteriespeicher anbinden kann. Das heißt, wenn ich hier den Wunsch habe, einerseits einen Batteriespeicher zu realisieren, einen DC-gekoppelten, und trotzdem eine größere Anlage mit einem zweiten Symo zu realisieren, dann habe ich den Vorteil, dass ich das eben mit der Gen24 Plus auch kann. Wenn ich natürlich eine ja, gewöhnliche, handelsübliche PV-System installieren will, dann kann ich das mit zwei Symo-Geräten genauso machen. Ja, dann möchte ich noch einen Hinweis geben für die Aufzeichnung und für das Recording dieses Webinars. Die bekommen Sie im Anschluss an das Webinar einige Tage zugesendet auf die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben. Das heißt, hier haben Sie dann die Möglichkeit, das Webinar auch jederzeit nachträglich anzuschauen und auch die Präsentationsfolien durchzusehen. Ja, wir bleiben jetzt noch online für Sie im Chat. Das heißt, wenn Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns im Chat. Wir werden Ihnen diese Chatfragen dann auch direkt beantworten. Bleiben Sie noch dran. Wir tun es auch. Und für die letzten Worte möchte ich noch übergeben an meinen Kollegen Christoph. Ja, super. Dankeschön für die Beantwortung der Fragen, auch der organisatorischen Frage. Ganz wichtig, wenn Sie vielleicht die Folie nochmal durchgehen möchten oder einem Kollegen weiterleiten möchten, sind Sie natürlich herzlich eingeladen, das zu tun. Und ja, wie Michael schon erwähnt hat, wir werden jetzt noch dranbleiben für Sie und eventuelle Fragen noch klären. Ich hoffe, es war heute etwas Interessantes für Sie dabei. Ich hoffe, Sie konnten sich etwas mitnehmen und freue mich, wenn ich Sie beim nächsten Webinar vielleicht begrüßen darf wieder oder spätestens bei unseren Trainings. Vielleicht als Info noch für alle Interessierte. Wir starten im Februar dann auch mit Online-Trainings, da es die derzeitige Covid-Situation natürlich noch nicht zulässt, dass wir Sie einladen in unser Trainingscenter bei uns in Wels. Aber wir starten mit umfangreichen Online-Trainings, mit Live-Kameraübertragung, wo wir unsere Produkte herzeigen. Wenn Sie interessiert sind, schauen Sie gerne auf unserer Homepage vorbei, melden Sie sich an. Und sobald es diese Situation wieder zulässt, freue ich mich natürlich auch, dass wir Sie wieder dann in Wels bei uns begrüßen dürfen. Ja, in der Zwischenzeit bleiben Sie gesund, viel Freude beim Installieren und wir hören oder sehen uns.